So, und weiter geht die wilde Jagd. Na, wieder viel zu laut. Ich feiere dieses Spiel vollkommen ab. Oh, komm schon, Baby, komm schon. Es ist wieder früher Morgen. Ich kann nicht schlafen, muss gleich zur Arbeit. Na gut, eine Stunde habe ich noch Zeit. Und dann werden wir ein bisschen Fische snacken und Krokodile snacken und whatever. Man-Eater. So. Start. Fortsetzen. So, wobei waren wir denn? Ich glaube, wir müssen jetzt ein Krokodil weghämmern. Aber ganz chillig, vielleicht gibt es noch irgendeine andere Aufgabe, die wir erledigen können. Ich will endlich ins Meer. Ich will Menschen essen. Verdammt. Aber ich bin immer noch ein kleiner Mini-Hai. Muskelunge. Muskelunge. Komm her, ich nehme erstmal den Wels hier. Und das. Damit. Ah, muss ich halt. Alter, was willst du? Oh ja, jetzt kassiere ich irgendwie ein bisschen. Jetzt werden wir uns ein paar kleine wehrlose Welse schnappen. Ah, jetzt kommt auch noch so ein elender Barracuda, Mann, der ist stark. Überflüssige Informationen. So, wo haben wir denn unseren Freund hier? Töte 10 Zackenbarsche. Okay, das machen wir gleich. Hier schwimmt aber auch ein Müll rum, das gibt's gar nicht. Oh gut, dann gehen wir jetzt Zackenbarsche essen. Ui. Dum, 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 dum. Wie kommen wir da hin? Ach so, wir müssen rüber. Irgendwie sieht das Wasser hier auch nicht so geil aus. Was war das? C. So. Komm her hier. Zerplatzen die so komisch? Eigenartig. So, wo sind unsere 10 Zackenbarsche? Ach, waren da nicht auch die komischen Krokodile da in der Nähe? Hey,
bin ein Teenager, hi. Erforderlich ausgewachsen, okay. Was war das? Jetzt bist du ja erstmal an. Hey, Alter! Mega aggressiv. Nicht verwirrt. Wo ist denn da rüber? Ah, da war ich letztes Mal auch schon so verwirrt. Muss es irgendwie einen Eingang geben. Was ist das? Ah, ich will es gar nicht wissen. Wie komme ich da hin? So, was haben wir denn hier? Ah, okay. Da ist irgendwo eine Kanalisation oder sowas. Muss die irgendwo sein. Wo? Okay. Leute, was ist denn hier los? Ist ja eigenwürdig. Ich bin aber auch ein aggressives Tier. Das letzte Mal habe ich versucht, darüber zu hüpfen. Übers Land. Das hat nicht so ganz geklappt. Alter! Was? Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Alter, hier sind auch noch zwei Krokodile drin. Warum? Verpisst euch! Okay, ich lock sie erstmal hier raus. Die hässlichen. Dieser Barracuda, Alter. Die sind auch so lästig. Ein bisschen zappeln und wegnaschen. Na geil, Alter. Die blöden Krokodile lassen sich da nicht rauslocken. Muss ich noch 6. Okay. Okay, ich gehe mir erstmal wieder was zu snacken holen, weil da irgendwie kassiere ich hier gerade. Obwohl es nur 4er sind. Her.
Böser Junge. Oh. Ich wollte hier rein. Ich muss fliehen. Böses Krokodil, Mann. Moin. Er ist mir schon wieder gefolgt. Geh weg. Hasse euch. Sind nur 5er Krokodile, aber ich habe einfach nicht genug Raum da unten drin. Außerdem sind es 2. 2 sind nicht so geil. In der Nähe der ausgedienten nuklearen Kühltürme niedergelassen. Eine tolle Gelegenheit für den Hai, um auszuprobieren, ob Gammastrahlen wirklich Superkräfte verleihen. Okay, das wäre geil. Gucken wir doch mal. So. Oh, bla bla bla, ein Schwamm Zackenbarsche ziehen. Und wieso? Ja, schon so ein Zackenbarsche töten. Okay, das nehmen wir. Nein, das nehmen wir. Let's go. Warte mal. Oh, die sind da hinten. Wieder im Anlagengebiet. Oder nicht? Nein. Wieder ein Alligator da. Macht mich nicht fertig. Er ist ein garstiges Tier. Vor den Alligatoren habe ich noch ein bisschen Angst. Da sind die Kämpfe auch immer so übelst lang. Da kommt er schon wieder. Und er hat sich mit einem Barracuda verbündet. Ich glaube, er ist immer noch hinter mir, oder? Okay. Immer noch beide? Ihr nervt, Jungs. Lasst mich mal in Frieden. Oh. Oh. Oh, machen wir mal einen schnellen Abgang, wa? Jungs, geht weg einfach. So, wir verstecken uns jetzt hier unten. Da sind wir. Was ist das? Joey's Familie. Okay, warte mal. Dann werden wir jetzt mal hier hinflitzen, würde ich sagen. Obwohl wir könnten. Ah, da ist auch noch. Nee, das wollen wir jetzt noch nicht. Da gehen wir auch mal hin. Ah! L, ich muss auf M, ich muss auf T drücken. So. Wie kommen wir denn darüber?
Da hinten. Da huppen wir rüber und gut ist. Ja. Das war wohl nichts, Alter. Ich muss hier irgendwo unten runter. Oh! Hey, hey! Ich bin ein... Okay, ich komme hier nicht rein. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin ein kleiner unglücklicher Hai, lass mich da rein. Gibt es hier irgendwo anders einen Eingang, den ich benutzen könnte? Okay, wir können mal eine Schnellreise in eine Grotte machen. So, können wir irgendwas tunen? Nein, uns fehlt ein bisschen was. Wir sind noch zu klein. Wir sind super schwach. Wir sind ein ganz schwaches Ei. Eichen. So. Wo flitzen wir jetzt mal hin? Mal hier hin flitzen. Aber warte, wir können auch erstmal das hier. Oh, wo ist es? Wo ist es? Stopp mal. Oh, das kriege ich doch wieder nicht. Hallo? Wie soll man denn so hoch springen? Wollen wir mich verarschen oder was? Was ist das? Ich muss doch irgendwie... Längste Date. Schon wieder an. Alter. Nein. Lass mich. Oh Gott. Alter, schon wieder zwei Krokodile. Dammit, immer zu zweit. Ihr seid so eine Pussy. Von das. Oh. Wells. Wieder ein Alligator. Okay, wir suchen jetzt mal eine Aufgabe. T hier. So. Frisst 10 Menschen. Okay. Alter, lass mich in Ruhe, Mann. Immer zu zweit. Geht weg. Alter, was ist los mit denen? Ey, wollen mich... Was? Ich muss an Land hüpfen oder was?
Alter, ja, das wird ja ein Spaß. Wie soll denn das machen? Okay. Hier sind wirklich überall Krokodile. Also die Menschen werden echt Verpiss euch. Im 18. Jahrhundert waren Turtle Frolics in den USA, bei denen die Gäste Schildkröten-Eintopf aßen und die Einführung der Au. Alter, das ist total arg. Ich könnte jetzt 5 Menschen snacken, aber... Ich muss da irgendwie hochrücken. Nicht an Land, ja, anders geht's ja wohl kaum, oder? Oh. Ah, wieso verlangen die das von mir, dass ich da hochhüpfe? Wenn ich ein bisschen größerer Hai wäre, dann wäre das alles überhaupt kein Problem, so. Tja, mein Freund. Oh, der überlebt sogar. Er verliert noch nicht mal Energie. Wir sind unter Wasser. Hier aus geht das nicht. So, ich muss hier hochhüpfen. Dann muss ich... Ist das anstrengend? Hallo. Ich habe wieder einen gesnackt. Wieder einen am Arm. Wieder hier hochhüpfen. Ja.
Touristenfalle, aber es ist der einzige Ort, an dem ich noch bedient werde. Und an dem man ein anständiges Essen bekommt. Hammerhart, ey. Das ist ein Spiel. Hat irgendwas wirklich von GTA, aber GTA nur als High. Damn it. Was ist das? Was ist das? Die Pferde waren von mir, das ist immer noch deswegen für die. Frisst 10 Menschen. Oh, Shane. Aber natürlich doch. Wieder 10 Menschen snacken. Ich hoffe, die sind ein bisschen einfacher jetzt. Eindeutig. Na komm, wir gehen erstmal eine Runde ins Wasser. Oh. Bleiben auch netterweise am Strand stehen. Bayou Willy? Geh weg, Bayou Willy. Oh. Für den Haikopf ist angestiegen. Das Set erzeugt so Ziele in der Nähe aus und es ist nützlich gegen alle Feinde. Besiegen mehr Kopfgeld, um alle Teile des Sets zu sammeln. Oh geil. Ich hab gerade bei Juli genascht. Wo seid ihr? Jägerschiff Level 8. Okay, wir warten erstmal. Genau wie bei GTA. Schön verstecken. Aber hier ist das Verstecken eindeutig einfacher. Okay, ich bin wieder clean. Alter, nee, ich bin nicht clean. Komm her, du böser Jäger. Was willst du denn von mir? Okay, geht weg. Erstmal, ich muss den Fahrer erwischen. Ui, ja, was, ihr seid böse, Mann. Alter, die haben mich immer noch. Geht weg. Hey, geht weg, ich muss meine Mission erfüllen.
ihr komischen. Ja, ich werde jetzt erstmal abwarten, bis die weg sind und dann. Ich muss unbedingt mal die fünf Menschen noch fressen. Aber es geht nicht, wenn diese Knechte hier rumeiern. Ja, ich bin weg. Geht jetzt, bitte. Ich könnte mir auch das Jägerschiff holen. Ich musste erst den Fahrer erwischen. Nein, ich bin nicht unter euch. Kommt doch noch ein Alligator. So. Ist vorbei. Und bei Flamingo Jones wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Jetzt haben sie mich schon wieder. Dass sie sich auch nicht verziehen können. Jetzt suche ich mir erstmal die Mannequins. Die sollen ihre Vergeltungsmaßnahmen mal sein lassen, bitte. Hallo. So, dann haben wir uns direkt den Kar gesnackt. Lass mich. Jetzt kommt der nächste. Was ist das denn für einer? Das ist doch kein Typ, oder? Kann ich wegtrompeten oder was? Wo ist Bobby Bojangles? Alter, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Die lassen mich einfach nicht. Alter. Wo ist Bobby Bojangles? Ah, ist Bobby Bojangles. Jetzt muss er weg, der kleine Hai. Ich habe fast keine Energie mehr. Ey, ja. Nein, geh weg, Bobby Bojangles. Oh, Alter, wer hat denn mit einer Harpune in mich reingehämmert? Was soll denn das? Ich bin ein netter Hai. Jetzt irgendwas, da ist ein Zackenbarsch und dann werde ich mir Bobby. Nein! Bobby Bojangles schnappen. Die sind ganz schön garstig. Neue Evolution, herzlich, ja, nice.
des Bobby Bojangles Ungetüm habe ich auch nicht zu fassen gekriegt, richtig. So, jetzt ist mir. Komm her, Wels. So, wo sind sie? Mich. Oh, die machen immer noch Party hier. Oh, jetzt kassiere ich. Weiter runter. Alter Haifischjäger am Arsch. Oh, Alter. Ein Alligator. Was meinst du da? Okay, jetzt haben 8er Alligator schon keine wirkliche. Jetzt kann ich sogar 8er Alligator schaffen. Schön, Mann. Ein Level mehr. Geil. Komm her, du kleiner elender Barracuda. So, jetzt. Da sind sie. Hi, kommt. Ich bin kein Ornithologe, aber ich denke, es ist wahrscheinlich keine gute Idee, sich in die natürlichen Migrationszyklen der Flamingos einzumischen. Ich meine nur. Okay, flitzen wir mal da ein. Aber wirklich hochspringen kann ich immer noch nicht. Wirklich. So, was haben wir hier Schönes? Erforderlich, älteres Tier. Warum? Ich bin alt. Lass mich rein. Damit. Okay, dann. Schnellreise während eines Kampfs nicht möglich. Ja. Ich bin nicht im Kampf. So, dann gucken wir doch mal jetzt aber schnell rein. Jetzt können wir unseren Heimer ein bisschen tunen. So, Organ. Was haben wir denn hier Schönes? Herzlich, Organ. Diese Evolution erhöht deine Gesundheit und deinen Widerstand gegen Nahkampfangriffe von Wortbesatzungsmitgliedern, die dich vom Boot abschütteln wollen. Okay, das nehmen wir auch mal. Das können wir auch auf R direkt verbessern. Messi. Okay, was ist das? Diese Evolution verbessert die Reichweite, Abklingzeit und Empfindlichkeit deiner Sonarfähigkeit. Finde ich jetzt nicht so berauschend. Oh, Kiefer. Was können wir hier machen?
Kiefer. Bioelektrische Zähne. Diese Evolution verleiht dir Blitzzähne, wodurch du bei jedem deiner Bisse eine elektrische Ladung Das können wir auch direkt verbessern. I see. Oh, wir sehen ja immer garstiger aus. Warte mal, kannst du nochmal verbessern? Geil. Die Zähne werden immer größer. Damn it. Geil. So. Gut, dann kann die wilde Fahrt hier ja weitergehen. Für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. Stopp, aber was bin ich denn jetzt? Ich bin immer noch ein Teenager-Hai, verdammt. Dann flitzen wir hier hin. Tee. Upsala. Mehr, Mr. Alligator, Level 8. Von Level 8 Alligatoren kassiere ich noch ein bisschen. Das. Wie hat dieser elende Alligator sich aufgepowert? Er hat mich gesnackt, Alter. Wieso schnappt er mich einfach? Scheiße. Energie, ich muss mal einen Schuh machen hier. Also jetzt greift mich hier einfach mal alles an, warum? Die Kinder sind auch aggressiv. So, wollen wir mal gucken, wo wir hin müssen. M. Okay, andere Richtung. Ich bin richtig und da muss ich gleich nach links. Irgendwie. Ah, soll ich mal so einen Mensch snacken? Ich denke nicht. Oh, was ist das denn? Wann die denn hier? Ihr hättet eh ganz schlimme Krankheiten in diesem See hier gekriegt. Ohne Scheiß, dieser See ist wirklich, wirklich dreckig. Hallo?
Achso, warum greifst du mich an? Okay. Aufgabe L. Töte 10 Zackenbarsche. Dann nehmen wir doch das gleich direkt. Aber erstmal, nee, warte, wir können erstmal hier hinflitzen und diese beiden Aufgaben hier holen. Nee. Komm doch noch nicht, Mann. Oh, das ist so unfair, Mann. Wie viele soziale Bewegungen gibt das jährliche Driftwood Man Festival vor, okay, progressive Veränderung zu fördern? Aber eigentlich ist es nur eine Ausrede. Was soll ich hier machen? Zu missachten. Okay, warte mal. Ist da oben irgendwas? Komme ich da irgendwo unten rein? Was ist das? Was er machen will, sagen will, aber nö, da steht nichts. Die Aufgabe ist echt komisch. Also ich bin kein geduldiger Hai, was soll das? Okay. Ein Biss für das organische Verbrechen. Ja, ein Patrouillenboot beschützt das Hauptquartier der Dixie Mafia vor der Polizei und Angriffen von anderen Legitimen und zerstöre das Ziel. Okay. Nehmen wir das. Okay, wo ist denn das Ziel? Hinter mir. Hab ich den Fahrer erwischt? Natürlich nicht. Komm her. Okay, ich brauche eine Höhle. Hier ist Shane. Oh, nicht wirklich. Ja, so ein räudiger Alligator.
Bin ich da. Geht weg. Es ist eine weitere erfolglose Heimatjagd. Schwer. Was seid ihr denn für weg? Nicht weg. Oh, du dicker Mensch, komm her. Oh. Und snacke ich einfach die, die im Wasser sind. Was ist denn da los? Haben wir fahren nur noch nicht gegen. Lalalala. Sagt, was ihr wollt. Diese Landstreicher sind gute Arbeiter. Im Gegensatz zu meinem missratenen Sohn Kai. Deshalb bezahle ich sie dafür, dass sie. Ich bin in keiner guten Gegend, weil ich hier überhaupt nicht abtauchen kann. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, Alter, was ist das? Das Spiel ist so crazy. Okay, geil. Also, was haben wir hier noch? Hier unten haben wir noch eine schöne Box irgendwo im Wasser. Also, hey, Alter. Jetzt bist du fressig, die verdammte Scheiße. Ihr seid aber auch aggressive Tiere. Ihr seid ja noch aggressiver als ich. Verdammt. Kann man denn so aggressiv sein? So, Nährstoffspeicher von den 14 Sammler, alle Speicher. So. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Aufgabe hier. Friss 5 Menschen. Perfekte Aufgabe. Dream. Das ist mein Dream. Ah, ihr habt Glück. Jetzt gerade überhaupt keinen Hunger, also es ist hier müllig. Mach doch, ich will ins Meer, bitte. Bitte nicht wieder an Land oder sowas. Ach, damn it. Thank you.
was. Die Fischer tötet, geht das doch nur die und ihn an, oder? Oh Gott, ich fress die ganze Dixie-Mafia auf. Tja. Meiner sagen, ich bin ihn nett. Alter. Obwohl ich nehme nicht wirklich viel Schaden. Ich mit meinen elektrischen Eisenzähnen. So. Da will ich hin. Decke alle Landmarken. Aha. Ich könnte aber auch hier hin, was dann entdecke alle Landmarken 5 von 10. Ich flitze das mal da oben hin. Oh nein, ich werde erstmal hier eine Runde chillen, bis die Suche vorbei ist. So, da vorne können wir auch gleich rein. Ich versichere der Antolini-Verbrecherfamilie, dass dieses Material keineswegs im finalen Schnitt unserer Sendung verwendet wird. Werde ich hier wieder von so aggressiven Albino-Viechern angegriffen? Komm schon, hack ihn weg! Ich finde es nicht so geil, dass die immer zu zweit angreifen müssen. Oder des Öfteren mal zu zweit angreifen müssen. Was soll das? Kleiner Scheiße, du. Kann ich nur umkippen, das ist alles, oder was? Ich will die eigentlich snacken. Und warum bitte ist das Licht von dem Auto an? Als wenn die Batterie nicht direkt einen Kurzschluss kriegen würde. Komm nicht rein, Alter. Ich krieg den nicht zu fassen, den kleinen Bauer. Ich will ja nicht.